Korea und Deutschland sind in manchen Punkten echt unterschiedlich. Und ich dachte, ich zeige euch das Ganze mal. Auf jeden Fall auf den Straßen, bei den Ampeln ist es so, dass immer so ein Lichtstreifen ist für die Leute, die die ganze Zeit auf dem Handy schauen, damit die auch checken, wann rot und grün ist. In Korea, gerade in Seoul, leben ja super viele Leute. Deswegen sind die ganzen Apartments eigentlich immer sehr hoch gebaut und manchmal gibt es so 30 Stockwerke. Und bei Toilettenpapier muss man echt aufpassen, weil man darf das nicht immer in die Toilette schmeißen, sondern sehr oft daneben in die Mülltonne, steht auch extra dran. In vielen Restaurants ist es braucht, dass man sich auf den Boden setzt und auf so niedrigen Tischen isst. Ich weiß nicht genau warum, aber die Koreaner finden das einfach angenehmer. Natürlich musst du auch die Schuhe ausziehen und meistens bekommst du auch noch so eine kleine Matte dazu. Die ganzen Hochhäuser mit den Wohnungen haben vorne immer einen Zahlencode, den man eingeben muss, um überhaupt in das Gebäude reinzukommen. Und überall, Leute, sind wirklich Kameras in der Stadt. Egal, wo ihr hinschaut, ihr seht die eigentlich immer auch in den ganzen Fahrstühlen. Dadurch ist Korea tatsächlich ein ganzes Stück sicherer und meistens ist es auch bei den Läden so, dass die ihre Ware einfach vorne an die Straße stellen, obwohl da nicht mal jemand dahinter steht. Das heißt, du könntest easy da was klauen, aber es macht halt trotzdem niemand wegen den ganzen Kameras, weil du erwischt werden.